Was es nicht alles für Weltrekorde gibt bei den Guinness World Records. So auch unser letzter Versuch für heute. Auf diese Idee muss man auch erstmal kommen. Wobei Sonja hat da einen interessanten Erklärungsansatz. Ja, wohin mit der Familie, wenn man kurz mal im Wohnzimmer feucht durchwischen möchte? Ja, dazu hätten wir bei unserem nächsten Weltrekordversuch einen Lösungsansatz. Wir werden nämlich sehen, wie man jemanden so schnell wie möglich für eine Minute lang an eine Wand tapen kann. Und hier sind live on tape Hendrik und Jackie. Hallo, schön dich wieder zu sehen, lieber Hendrik. Ja. Du hast ja diesen Rekord bereits einmal gebrochen, bei mir letztes Jahr in der Show. Und da schauen wir erst mal ganz kurz rein. Hendrik war im Mai 2011 schon einmal Sonja Zietlows Kandidat in der großen Guinness World Records Show. Damals klebte er seinen Kumpel Kai in 54 Sekunden an die Wand. 2, 3, los. Moment. Jetzt. Die Uhr ging damals ein bisschen zu früh los, was aber nichts daran änderte, dass Hendriks Freund eine Minute lang an der Wand kleben bleiben musste. Eine Zitterpartie begann. Am Ende aber holte Hendrik den Rekord unter großem Jubel nach Deutschland. Rekordversuch mit einem blitzsauberen Salto im Anschluss, als du es geschafft hast. Ich hoffe mal, dass wir diesen heute auch wieder sehen. Leider wurde der Rekord dann ja relativ schnell danach wieder gebrochen. Ja, das habe ich gemerkt. Jetzt ist es so, du hast trainiert. Was kannst du jetzt besser machen, dass du noch schneller wirst? An der Technik hat sich nicht wirklich viel verändert. Aber an dem Modell? Genau, und deshalb hoffe ich einfach mal, dass ich dann auch einfach nur weniger Streifen ziehen muss. Sie ist tatsächlich aber auch noch, obwohl man das gar nicht sieht, hat man mir gesagt, schwerer als die vorgegebenen Kilos. 50 ist das Mindestgewicht. Ja. Okay, und du wiegst über 50? Genau. Ja, verrückt. Ein bisschen. Ja, ein bisschen, das sagt man ja so nicht. Andrea, gibt es ein ganz spezielles Klebeband? Ja, das muss ein handelsübliches Gaffertape sein. Okay, und das ist jetzt zum Beispiel mal wieder ein Versuch, liebe Zuschauer, den Sie zu Hause auch ausprobieren können. Nehmen Sie sich ein handelsübliches Gaffertape, versuchen Sie doch mal, die Oma an die Wand zu tapen. Aber bitte vorsichtig. Aber auf welche Eckdaten müssen wir denn da noch achten? Also die Person, die an der Wand geklebt wird, muss mindestens 50 Kilo wiegen. Und sie muss während des Klebens 10 cm über dem Boden sein. Wo der Hendrik uns das Zeichen gibt, dass er fertig ist. Er sagt dann? Stopp. Stopp. Die Uhr stoppt. Und nachher muss die Jacqueline noch eine weitere 60 Sekunden an der Wand bleiben. Okay, und welche Bestmarke gilt es jetzt zu schlagen? Also im Moment liegt der Rekord in den USA mit 41,66 Sekunden. Gut, soweit. Wisst ihr Bescheid? Soweit ist alles in Ordnung, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, ihr bereitet euch vor. Mhm. Denn wir wollen den Rekord nach Deutschland holen. Aber vor den Erfolg haben die Götter die Guinness World Records Rekordrichter gesetzt. Die messen Spielfläche und Gewicht von Kandidatin Jackie noch einmal genau nach. 59,6 Kilogramm. Passt. Es muss halt alles stimmen. Also wenn ein Moment nur, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann denke ich, wird das nichts werden. Die schnellste Zeit, jemanden an eine Wand zu kleben. Die aktuelle Rekordmarke liegt bei 41,66 Sekunden. Rekordhalter ist Ashrita Furman aus den USA. Die Regeln. Die Person, die an die Wand geklebt wird, muss mindestens 50 Kilo wiegen. Beim Kleben muss sie wenigstens 10 cm über dem Boden hängen. Nach dem Klebevorgang muss die Person für eine Minute an der Wand kleben bleiben. Bondage war gestern, heute wird getaped. Wir drücken Hendrik und Jackie die Daumen. Wir holen den Rekord nach Deutschland. Hendrik, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los! So, Hendrik legt los. Er weiß genau, was er da tut. Er hat natürlich die Technik schon zigmal geprobt, nehme ich an. Da sitzt jeder Handgriff. Aber er muss schnell sein. Er muss sehr schnell sein. 41,66 Sekunden. In dieser Zeit muss er sie an die Wand geklebt haben. Das ist die erste Phase dieses Rekordversuchs. Hier sieht man, oh, da klebt. Da verliert er wertvolle Zeit. Die Rolle nicht richtig abbekommen. Noch 10 Sekunden.
33, 34, das sieht gut aus. Oh, jetzt muss er sich aber beeilen. Jetzt hat er nicht mehr viel Zeit, er lässt los. Stopp. Und jetzt? Stopp, oh, wann hat er Stopp gesagt? Das ist jetzt die Frage. Wo die eine Minute anfängt. Jetzt kommt nämlich die zweite Phase. Jackie muss eine Minute an der Wand hängen bleiben. Jetzt lässt er sie hängen und das mit dem größten Vergnügen. Gott, bin ich aufgeregt. Ich gucke hier auf die Uhr. 20 Sekunden. Sonja ist aufgeregt. Die arme Jackie bewegt sich überhaupt nicht. Ich glaube, sie atmet nicht. 30. Sie atmet nicht, hält wahrscheinlich jetzt eine Minute die Luft an. Natürlich, wenn sie jetzt tief einatmen würde, könnte natürlich dann so ein Klebeband mal schnell reißen. Sie auch nur ganz flach, noch 10 Sekunden. 10 Sekunden. 9, 8, es wird runtergezählt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. So, die Minute ist rum. Doch wie war es in der ersten Phase? Ich glaube, das war auch knapp um die 40 Sekunden oder sowas. Das müsste gereicht haben. Wie gesagt, 41,6 Sekunden ist der aktuelle Rekord. Der Rekord für die schnellste Zeit, jemanden an die Wand zu kleben, ist 41,66 Sekunden. War er da kürzer? War das kürzer? Jacqueline ist für die vollständige 60 Sekunden an der Wand geblieben. Das wissen wir. Und der Versuch ist damit gültig. Deine Zeit war... Jetzt kommt's. 39,37 Sekunden. 39,37 Sekunden. Neuer Weltrekord. Neuer Guinness World Records Rekordhalter. Und damit ist der Weltrekord zurück zu Hause. Und es gibt auch wieder Henriks obligatorischen Jubelsalto. Er hat seine Freundin Jackie in 39 Sekunden an die Wand geklebt. Herzlichen Glückwunsch. Der Moment, wo es dann wieder mal losging, wie letztes Jahr, dass ich es dann wieder nicht abbekommen habe, da dachte ich dann wieder, wenn ich es jetzt nicht gleich aufkriege, dann kann ich es vergessen, dann kann ich gleich aufhören. Zum Glück hat er weitergemacht. Herzlichen Glückwunsch, Hendrik Leschke.